Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play The Walking Dead. Mein Name ist Sash the Dash und wie versprochen zeige ich euch jetzt, wie ich mich entschieden habe, ob ich Danny verschone oder töte. Und ich persönlich halte ja nicht viel von Kannibalen und ja, deswegen... Das hat Clementine jetzt nicht so gefallen. Aber es war die richtige Entscheidung, weil solche Menschen haben es nicht verdient zu leben. Just go. I'll keep Clementine safe. Und den anderen werde ich auch noch mal kalt machen, wenn ich es denn kann. Wir haben es nicht verdient zu leben. So einfach ist das. Kenny! Wo ist Kenny? Was für ein Gewitter auf einmal. Ist ja drinnen gar nicht so aufgefallen. Sie sind wohl im Haus. Wer ist da? Hat sich was bewegt im Maisfeld? Ein Zombie? Der Zaun ist jetzt so gut da. Okay. Oh, das ist Carly. Carly! Unsere Unterstützung. Und Ben ist auch da. You guys have been gone way too long. Die haben uns angegriffen. Ich wusste es. Ich habe dir gesagt, wir konnten sie nicht vertrauen. Shit, wie viele von ihnen sind da? Zwei left. Wo? Larry ist tot. Sie haben Marks Legs und versucht, sie zu uns zu Shit. Ist everyone else okay? Sie haben immer noch Duck und Katja in the Haus. Und ich weiß nicht, wo der fuck Kenny ist. Alright, wir kommen in, um zu helfen. Die Main Gate ist zu gefährlich. Geh around the fence und sehen, ob es einen Backway in. Ich werde looking for Kenny. Do you have a weapon? I don't leave home without it. Ben, stick close. And Lee, be careful. Okay, Verstärkung ist da. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Die Nachricht. Vor allen Dingen so eine gute Schützin. Und irgendwas ist da im Haus. Zugange. Okay, dieses Mal kann ich so hoch. Das ist ja echt eine Psychofrau. Wo sind Katja und der Kleine? Okay. Die ist doch hier unten. Ja, sie hat Katja. Geisel. Was für ein Bild. Fliegengittertür. Come on now, you know you don't want to do this. Just go away and leave us be. Ich gehe ganz vorsichtig. Jetzt kann ich mit dir reden. Denk an deinen Mann. Denk an deinen Mann, Brenda. Wenn er wollte, dass sein Dairy in ein Slaughterhouse wurde. Ich werde sie killen, Lee. Da oben ist doch irgendwas. Da ist doch ein Zombie. Nur da oben zu den Zombie reinkicken wahrscheinlich. Lass sie gehen, Brenda. Go, Brenda. Please, listen to him. I'll do it. Please.
mein Freund. Da brauchst du auch nicht. Bitte mach es nicht noch schlimmer. Ist voll am Zittern. Jetzt schnappt er sich die. Oder? Immer noch nicht. Das ist noch ein Stück. Jawohl, ja, das meinte ich. Das ist Mark. Mark ist zum Zombie geworden. Oh nee. Andy hat Doug geschnappt. Boah, scheiße. Der ist ja richtig schießwütig, der Wichser. Who the fuck do you people think you are? Look at what you done! Halt die Fresse. You think I'm playing here, boy? All we wanted was gas. We came to you peacefully. Boah, die hat ihn angeschossen. Carly hat ihn angeschossen. Boah, das hätte ich jetzt fast nicht realisiert, ey. Ja, oh nee, ne? Boah, jetzt fliege ich noch hier den Berg runter. Jetzt gibt's eine kleine Schlägerei. Ja klar, er macht jetzt den Generator an. Jetzt? Nein, hilf mir doch einer! Hilf mir doch einer! Warum hilft mir denn keiner? Boah, nee! Das war nix, das war nix. Ich hab doch so schnell gedrückt, wie es geht. Tot! So, jetzt aber. Warum hat das denn nicht geklappt? Muss ich ihn hier öfter packen oder was? Krieg ich jetzt gerade nicht. Okay, ja, 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 ja. Versteh ich nicht, verstehe ich nicht. Oder muss ich nur ab und zu drücken? Ich drück doch. Hä? Ich verstehe es nicht. Tut mir leid. Tut mir leid. Wir sind tot. Ich glaube, ich muss ihn öfter am Arm packen. Aber weiß es nicht. Weiß es nicht. Oder kann ich mich noch wegdrücken irgendwie? Weiß es nicht. Muss ich irgendwas machen oder? Nee, eigentlich nur A drücken, oder? Ja, das war die. Das war der Auslöser. So, Lilly, jetzt deine Chance. Jawohl. Und jetzt komm her, du Wichser. Jetzt gib ihm. Was muss ich denn machen? Habe ich jetzt schon wieder nicht gecheckt. Aber auch keine Anzeige. Ey! Der schlägt mich ja mal in den Wald. Och nö, ne? Jetzt hat er mich zu Tode geprügelt. Ja, okay, wenigstens ist diese Sequenz weg. So. Aber gerade im Liegen konnte ich nichts machen? Verstehe ich jetzt nicht. Ja, jetzt wird er gegrillt. Aber der ist immer noch nicht tot, oder? Is that all you got, Lee? You ain't shit. Was? Der ist ja heftig drauf. Fuck you! As soon as Danny Mama get out here! Wir sind doch schon beide tot.
Sie sind beide tot. Don't you dare walk away from me, Lee! Boah, was für eine Stimme, ey. Get back here and finish this, Lee! Schieße Andy, oder? Nee, ich lass den. Den einen habe ich ja schon getötet. Der ist es nicht wert. Die Zombies machen schon. Zombies erledigen schon den Rest. Der Generator geht aus. Und die Zombies kommen rein. Verdient, ein Zombie zu werden. Und seine eigene Mutter kommt als Zombie aus dem Haus. Auch nicht schlecht. Das war ja mal eine Aktion. Sehr nette Familie, ja. Sehr einladend. Wer hätte das gedacht? Wurden wir zu Kannibalen eingeladen. Und wir sind auf dem Weg zum Motel. Wieder zurück, wahrscheinlich. Hey, Lee. I'd say I'm sorry for leaving the motel unattended. But, you know. I'm glad you showed up when you did. If you hadn't taken that shot at Andy, we might not have gotten out of there. Were they really killing people? For food? Ja, haben sie. Yeah, they were. That is sick. God, just... ugh. Clementine... she doesn't know, right? She's not stupid, Carly. You guys managed to grab this while she was in the house. She said it was with your stuff. Yeah. Die Kamera. I found it while I was looking for the people who shot Mark. Do you want it? Why don't you keep it? Sometimes it helps to have something you can document your thoughts on. Und die Batterie war auch leer. How are you doing? I'll be fine. Just not as young as I used to be. Hon, go on ahead and give me and Lee a second. There's gonna be fallout. For killing Lily's dad? Yeah, I would imagine so. What do you think? This can help. You destroyed two lives in that meat locker. Kenny wird sich an einen Ort erinnern. What the hell are we gonna do now? Ja, das war eine schwierige Entscheidung. Come on, Clementine. Stay close. Lee, did you have to kill those men? Ja, sie waren schlecht. Yes, they were bad men, Clementine. They killed Mark and they were gonna kill all of us. They had to be stopped. Understand? Yes, I think so. Hey, Dad. Offenherzig, Clementine. Schon wieder ein Geräusch? Oh nee. Sounds like a car. Oh God, not more strangers. Kommt raus, sonst schieße ich. Oder nicht schießen, wir wollen euch helfen. Oder hallo, nicht schießen. Das sieht doch verlassen aus. Nähere dich langsam dem Wagen an. Okay, wir haben die Kamera und unsere Münzen.
Scheint niemand zu sein. Wo war der Motor an? Oh, crap. Baby, you gotta see this. It's a shitload of food and supplies back here. Das hört sich gut an. This food could save all of us. Not all of us. Look, we don't know if these people are dead. If they come back, then we're just monsters who came out of the woods and ruined their lives. This stuff isn't ours. Dad, whose car is it? Don't worry about that, Duck. It's ours now. It's abandoned, Ducky. Don't worry. What if it's not? Well, what if it's not abandoned? What if it is someone's? Ja, Clementine hat recht. Sollten wir nicht nehmen. All right. We shouldn't take this. What? Did you get some meal back there the rest of us missed out on? We have to take this stuff. Und da schon steht stehlen. Ich will nichts davon. Clementine and I don't want any part of this. We're starving. Suit yourself. The rest of us are taking this stuff. Okay, what have we got in here? Look, there's more food in that box. They have antibiotics. What else do they have? See if there's any water. Here. So viele Kartons voller Lebensmittel und alles. Yeah, I got it. Lee, there's a hoodie in here. Could probably fit Clementine. Nein, wollen wir nicht. She's good. Thanks. Whatever, man. It's gonna get cold out eventually. Hey, there were some batteries in one of those boxes. I thought they might work in your camcorder. Here, you can have some too. For your walkie-talkie. Batteries, huh? Think you can handle those? You're not gonna let me run that down, are you? Wegen dem Radio. Oh, God. Lee, you're gonna wanna see this. Oh, shit. Was ist da drauf jetzt? Okay. Das ist das Motel. Da ist Clementine. Jake, Bart, Linda and all y'all fucking sickos from the save lots. They call y'all bandits, but you're fucking raping. Was? Baby, look at you. Look at you. You need a mama, sweetheart. We won't let them bandits get you, will we? Okay. Was die Verrückte? Can you help me find it? Sure. When did you lose it? I had it a couple days ago. I promise. Y'all thinking you're safe? Sitting there acting like things are the way they used to be. The dead don't kill their own. It's the living you gotta be afraid of. The people I used to call friends. People... Don't worry, little girl. Bandits got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. I promise. Richtig komische Frau. Und das war's mit Episode 2. Nächstes Mal bei The Walking Dead. This place is done. It's time to move on. You ever listen to a damned word I say? Is this all you got? I told you this town is tapped. Do you have any idea what we had to do to get all that? We need to leave. Duck was asking about the farm last night. Not much phases. Okay, schon wieder andere Umgebung. Get him out of all this. Wir fahren irgendwo hin. Lily's not doing so good, huh? You murdered her dad. I did what I had to, and you know it. Maybe people out there got things lined up. Und ein Zug. Could be folks who have all this shit figured out. Und Zombies. Sometimes, yeah, they do.
This is crazy. I'm the one keeping this group going. We can sort this all out, all right? Mm-hmm. We can sort this out. I'll tell you what we need to sort out. We can't let one person fuck this up for everyone else. Wow, der lange Weg. Episode 3. So, hier ist wieder die Übersicht. Retter, David das Bein abgehackt. 84% haben sein Bein abgehackt. Befragung, Jolene erschossen. 87% haben ihr zugehört, bevor Danny sie erschossen hat. Pragmatismus, geholfen Neville zu töten. Du und 68% der Spieler haben versucht, ihn zu retten. Rache. Beide St. John Brüder umgebracht. Du und 82% der Spieler haben nicht beide Brüder getötet. Und überleben. Lebensmittel aus dem Wagen gestohlen. Du und 44% haben keine Vorräte genommen. Also haben die meisten Leute gestohlen. Alles klar, wissen wir Bescheid. Das war's und mit Hunger und Hilfe und see you next time.